Liebe Schwestern und Brüder, die Lesung aus dem Propheten Jesaja steht im letzten, vorletzten Kapitel des großen Jesaja-Buches. Es stammt aus einer Zeit, in der das jüdische Volk im Exil war, in der Verbannung. Und in dieser schweren Prüfungszeit der Verbannung hat der Prophet Visionen, wie es sein wird, wie es nach der Verbannung sein wird. Große, große Verheißungen. Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das Frühere denken. Es kommt niemand mehr in den Sinn. Brüder und Schwestern, viele von uns, glaube ich, haben in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, auch so eine Hoffnung, es wird gut werden. Aber es kommt auch ein bisschen Skepsis auf, ein bisschen Zweifeln. Wird es wirklich sein, so sein, wie der Prophet verheißen hat? Ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe. Nie mehr hört man dort lautes Weinen und lautes Klagen in Jerusalem, in unserer Heimat, in die wir zurückkehren werden. Kein Kind wird mehr sterben, Alte leben bis 100 und darüber hinaus. Man wird wieder Häuser bauen, Reben pflanzen, die Früchte genießen. Ist das nicht alles viel zu optimistisch? Natürlich sprechen wir einander zu, es wird schon gut werden, es wird wieder gut werden. Ist das eine Illusion? Wird nach dieser Prüfung wieder eine andere kommen? Wird überhaupt es wieder möglich sein, dass die Dinge sich so fügen, wie wir es bisher gewohnt waren? Brüder und Schwestern, es ist eine große Herausforderung. Und deshalb ist das heutige Evangelium ein so wichtiges Wort. Es ist die Situation, dass Jesus zurückkehrt aus Jerusalem, zurück nach Galiläa, dort, wo alles angefangen hat. Wieder ist er in Kana, das ist ein Nachbarort von Nazareth, wo er das Weinwunder gewirkt hat. Und er kommt von Kapharnaum herauf. Kapharnaum liegt ganz tief unten, 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Kommt herauf zu ihm nach Kana, weil er gehört hat, dass er da ist, und bittet ihn: Komm, heile meinen Sohn, mein Kind, ehe es stirbt. Und Jesus seufzt gewissermaßen auf und sagt: Ach, ihr wollt immer nur Zeichen und Wunder sehen. Glaubt ihr nicht? Und dann sagt dieser königliche Beamte, als Jesus zu ihm sagt: Geh, dein Sohn lebt, dann geht er und glaubt und vertraut. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Ich bewundere diesen königlichen Beamten, des König Herodes von Galiläa, sein Chef, ja, dass er Jesus einfach geglaubt hat. Geh, dein Sohn lebt. Schwestern und Brüder, wir sind in diesen Tagen in einer ganz besonderen Weise herausgefordert zu glauben. Und oft habe ich den Eindruck, mein Glaube ist winzig klein, viel zu schwach. Ich bin bedrängt, es plagen mich Gedanken an die Zukunft, Gedanken an die Gegenwart, wie es weitergeht, wie es den Menschen geht, wie es den Einsamen, den jetzt, die ihre Arbeit verlieren und.
Und dann die Sorge, dass es weltweit ist. Und was macht das mit der ganzen Welt? Was wird daraus? Können wir dieses Wort Jesu an diesen Beamten, diesen königlichen Beamten, persönlich annehmen? Dein Sohn lebt, geh. Geh und vertraue. Kann Vertrauen nicht auch leichtsinnig sein? Kann es nicht auch übertrieben sein? Was ist das, diese Haltung, von der Jesus spricht? Es ist der Glaube. Und der Glaube hat letztlich nur ein Fundament. Es ist das Fundament, dass Gott Gott ist. Und dass wir alle ihm vertrauen dürfen. Wir haben keinen anderen Weg als den des Vertrauens. Das schließt ein, natürlich alles zu tun, was in unserer Hand ist, alles, was unsere Verantwortung ist. Aber dann, wenn wir alles getan haben, was wir tun können und müssen, gibt es immer noch den Glauben. Und deshalb, Brüder und Schwestern, ist in dieser Zeit es so dringend, bitte, dass wir gegenseitig darum beten, füreinander beten. Herr, stärke unseren Glauben. Schenke uns diese Haltung des Vertrauens. Du bist Gott und du lenkst alles. Dir dürfen wir vertrauen. Möge dieser königliche Beamte in seinem Glauben und seine Ermutigung und ein Vorbild sein. Amen.